Ja, und am Anfang war das Ende. Oder am Ende war der Anfang. Ja, ich bin hier am Wohnpark in Bochum und habe eine Begehung gemacht und habe jetzt das Intro am Ende gedreht. Ich weiß nicht, wie lange das alles ist. Werdet ihr dann schauen, wenn es gecuttet und abgeloadet ist. Es ist eine sehr laute Aufnahme, weil viele Leute gerade Feierabend haben. Ja, aber viel Spaß. Die ersten Aufnahmen aus Bochum in dem Sinne. Und zwar befinde ich mich hier gerade in Bochum auf der Rückfahrt von der Arbeit. Ich arbeite hier in einer Schule. Und das hier ist eine sehr krasse, legale Graffiti-Stelle am Wohnpark irgendwas. Das sag ich euch aber gleich und dann mache ich es halt einfach als Beschreibung ins Video rein. Aber ich dachte, wenn ich schon mal hier bin, filme ich das. Sieht auch ziemlich geil aus. Guck mal, da habt ihr sogar so Rauchschwaden. So, seht ihr? Ich habe jetzt heute die andere Kamerahalterung genommen. Ich weiß aber, dass ich eh wackelig bin. Ein K-Do. Ein Schick. Mit einem Bären. Hier sind auch Packs. Ihr seht, hier bin ich mitten am Arsch der Welt. Bei der Wand wusste ich noch nicht mal, dass sie von zwei Seiten bemalt ist. Aber ich laufe da jetzt gleich drauf zu. Okay. Ich hatte kurz Angst wegen der Speicherkarte. So. Ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang das entstanden ist. Aber finde ich geil. Hier steht Leben. Und da ist auch vorne das Schild, wie das Wohngebiet hier heißt. Das ist alles in einer gewissen Musterung. Ich denke, das wird eine Mischung aus Auftrag gewesen sein und Stadtverschönerung. Das ist ein Bier. Bar. Baro, keine Ahnung. Mit einem schicken Schwein da drin, wo es eine Dose hält. Ein Wildschwein. Das finde ich auch nice eigentlich. Der Charakter gefällt mir. So. Online kommt es dann erst morgen irgendwann. Kaiser könnte das sein, weiß ich aber nicht. Hallo. So besser? Alles klar. Ja, hier diese Seite sieht so aus und die Wand ist auch von der anderen Seite bemalt. Der Typ ist nicht Werner, aber sieht so ähnlich aus. Ich glaube, das ist ein Kollege von Werner. Das sind auch Augen bei Blanco oder Blanco. Ja, mit dem Lesen, Leute, Alter, wenn jemand so abgedrehte Styles macht, sorry, aber auch. Masupilami, Huba, da ist ein Zack, Alter, das konnte man lesen. Das ist ein bisschen abgesperrt jetzt hier. Naja, kann man halt nicht so geil sehen. Aber ich gehe jetzt einmal hier rum, da ist auch eine Sprühdose. Und ein Wilk. Ich gehe extra nicht über den Rasen. Ich nicht weiß, wie tief die, der Matsch sitzt. So. Wilk. Es ist sehr wackelig geworden, ich weiß nicht. Kurz nicht vernünftig auf den Monitor geguckt. So. Hier steht's, Wohnpark Hilltop. Ich weiß nicht, wie das finanzierungsrechtlich schon gewesen ist, aber ich denke, irgendjemand hat den Spaß hier dann bezahlt, damit hier auch fett draufsteht, Wohnpark Hilltop. Und geht das? Ich muss einmal hier hingehen, weil sonst blendet das Licht. Und das ist dann die Adresse, Marie-Louise-Tansky-Straße.
Ja, geboren in Gelsenkirchen. Ich weiß nicht, wer Marie-Louise war. Und dann ist halt hier dieser Wohnpark Hilltop mit dem sehr stabilen Graffiti und den vielen Autogeräuschen. Da ist noch was. Zurück zu dieser Wand. Naja, was soll's. Ne? Ich meine, für so eine spontane Aufnahme sind das sehr geile legale Pieces, die ihr seht. Expert Poker Jet neben Teach. Kenne ich alle nicht, die Writer, ich bin ja auch kein Bochumer. Aber Inspector Gadget ist mir sehr bekannt. Ja, das Charakter kann ich nicht zuordnen. Sieht aus wie Oggi und die Kakerlaken. Und da steht Low unten drin. Und der Style ist auch sehr wild für mich. Und da steht Top. 2020 wurde das gemacht, also vor 2 Jahren. Hier habt ihr ein leckliche Füße, Alter. T-U-H-N oder was? Manche Leute sind so gemein und nutsch wie mich, Alter. Kannst du nicht lesen. Ich glaube, es ist auch ziemlich laut jetzt gewesen, diese Aufnahme. Wenn ich mich im Parkverbot stören würde, würde ich mir die Zeit nehmen und da hochgehen. Aber ich traue mich nicht, mein Auto im Parkverbot stehen zu lassen. Ich glaube, ich sehe da... Jesus. Ja, zoomen wir hier da mal rein. Ich weiß nicht. Zu buschig und das Licht schon zu hell. Aber ich denke, da wäre was zu sehen. Nur kann ich da nicht hin. Egal. Wenn ich jetzt noch hier lang laufe, kann ich ja noch mal den Rest noch einmal ein bisschen ein zweites Mal mitnehmen. Das ist jetzt nicht so ein übertriebenes Video geworden, Freunde. Ja. Ja, und am Anfang war das Ende. Oder am Ende war der Anfang. Ja, ich bin hier am Wohnpark in Bochum und habe eine Begehung gemacht und habe jetzt das Intro am Ende gedreht. Ich weiß nicht, wie lange das alles ist. Werdet ihr dann schauen, wenn es gecuttet und abgeloadet ist. Es ist eine sehr laute Aufnahme, weil viele Leute gerade Feierabend haben. Ja, aber viel Spaß. Die ersten Aufnahmen aus Bochum in dem Sinne.